Die Staats- und Regierungschefs treffen sich in Brüssel und sprechen zu den Themen Migration, innere Sicherheit und auch EU-Außenbeziehungen. Aber ganz oben auf der Agenda steht natürlich das Thema Brexit, das uns alle beschäftigt und wo wir alle eine gute Lösung wollen. Die Verhandlungen zum Brexit, die sind relativ weit vorangeschritten. 80-90% sind konzertiert. Es bleibt das Problem der Grenze zwischen Nordirland und Irland. Hier ist es unser erklärtes Ziel, dass eine harte Grenze vermieden werden kann. Wir wollen Frieden und Stabilität auf der Insel bewahren. Da haben Großbritannien und die EU nach wie vor unterschiedliche Vorstellungen. Und es ist ganz wichtig, dass wir jetzt schnell zu einer Lösung kommen. In 4 bis 6 Wochen muss hier eine Einigung erzielt werden, damit noch rechtzeitig alle Verträge ratifiziert werden können.